Hallo und herzlich willkommen bei Dungeon Defenders 2. Oh, das reimt sich sogar. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder eine Runde Dungeon Defenders 2. Habe ich gerade voll Bock drauf und ja, ich wollte mal was Hartes probieren. Und zwar von dem Halloween-Event gibt es immer noch ein paar Quests. Jetzt habe ich schon auf einfach und auf normal habe ich die schon geschafft. Ja, jetzt geht's aber auf GHASTLY, also hart eigentlich. Und es geht ziemlich krass hoch von 120 Eye Power auf 200. Ich glaube, das schaffe ich nicht, aber ich werde es mal probieren. Also 120 war eigentlich relativ einfach. Aber eigentlich 80 Eye Power mehr ist schon fast das Doppelte. Naja, nicht ganz. Aber crazy, crazy. So. Eins weiß ich, die komischen Zusatzkisten. Weiß ich noch nicht, ob ich die öffne. Eins weiß ich, dass ich es nicht weiß. Das ist auch gut. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht zu laut. Ich habe den extra was runtergedreht bei der Aufnahme. Zumindest wenn ich spreche, geht der Pegel höher als die. Ach, scheiße, da kommt schon der. Kommt der Penner schon in der ersten Runde? Ah. Okay, ich versuch's mal mit meiner Standardtaktik. Ja, lassen wir den auch lieber dahin schießen. Oh, einen im. Naja, machen wir mal den hier. Etwas weiter davor. So, hier machen wir das auch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs. Lass mich vorbei. So. Das sind die zwei Lanes. Kommen die denn alle her? So, die meisten kommen erstmal da vorne her. 58. Also so wie immer. Kawabanga! So, die beiden haben wir. Hier habe ich auch. Dann kann ich hier noch ein paar Kanonen aufstellen. Kann nicht schaden.
So, jetzt kann ich noch was aufwerten. Fangen wir mal hier mit den Towers an. Oder besser mit den Püppchen hier. Auf geht's! Ah, oh Mann. Crazy. Na, lauf, 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 lauf. Oh, 46, ey, der ist 2 Level höher als ich. Stirb. Autsch! Der tut weh, ehrlich. Autsch, 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 autsch. Oh, ich brauche mal Heilung. Ei, ei, ei. Nein! Ah, verdammt! Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn! Oh, ganz knapp. Vorne brauche ich mal Reparatur. Oh Mann, das war heftig. Wo kommen sie jetzt? Hier sieht es noch relativ wenig aus. Erstmal die Lage checken. Ah, hier war ein bisschen Damage. Ach, scheiße. Ich wollte doch den davor. Ah, das hier hat auch so gerade eben geklappt. So, und jetzt brauche ich aber hier wieder Power. Jetzt kommen sie hier auf der Lane. So, was machen wir jetzt? Eigentlich muss ich den hier vorne upgraden. So. Oh, der steht gleich direkt wieder hier auf, der Boss. Fuck. Ja, egal. Bringt nichts. Jetzt schnell, komm. Alle schießen. Jawohl. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung ist gut. Kleiner, mistiger, listiger Affe hier.
bisschen mehr Speed könnte ich gebrauchen. Bauphase, sehr gut. So, der braucht einen Ab. Auf jeden Fall. Der braucht auch einen Ab. Der braucht einen Repair, auf jeden Fall. So, hier haben wir wieder 54. Aha. Ja, kommen die wieder hierher? Alles klar. Noch geht's. Legendary, Level 50. Alter Vater. Oh, das ist das falsche Totem. Es hat Health und Defense Crit. Ich brauche doch Defense Damage. Okay, dann repariere ich den nur. Und werte erstmal hier die Kanonen auf. Der braucht einen Up. So, jetzt ist die Frage, wo mache ich jetzt... Wo uppe ich noch ein bisschen? Komm, der kriegt einen. Und weil hier vorne so viele kommen, kriegt hier noch einer einen. So. Ich habe auch noch Punkte zu verteilen. Ich könnte jetzt noch einfach mal hier so ein, aus Spaß so ein Ding hinsetzen. Komm, hau den um. 48. Jawohl. Oh, ich muss weg. Oh, da ist so eine gemeine Kiste. Ah, explodiert. Okay. Schade. Ah, der Spooky Spire, der hat's noch nicht über... Der hat's nicht überlebt. Der ist schon weg. Scheiße, Training Dummy ist kaputt. Ach, okay, das war nur... Das war nur meine Attrappe. Mein Dummy Dummy. Hier sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Kommen wieder nur 19. Der baut man ab.
So, hier haben wir auch noch ein paar. Stufe 1er gibt's ja nicht, hä? Kommen auch wieder nur ein paar. Gucken wir mal, was wir hier vorne noch aufwerten können. 77. Okay. Der Dummy braucht 150. Den machen wir auf jeden Fall. Und die Frontkanone. Ja, vielleicht mal so ein. Auf geht's. Los, schießen, 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 schießen. Jawohl. Heilung. Oh, der braucht Heilung. Schnell wieder zurück. Gucken, dass ich das ganze Mana einsammeln hier. Stirb! Kleiner dreckiger Bastard. Oh Mann. Auch Heilung. Ah, das war's schon wieder. Sehr gut. Dann bin ich auch geheilt. Sieht gut aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Er ist wieder ein bisschen angeschlagen, kriegt einen kleinen ab. So, 19, 19. Ah, kriegen wir die auch mal ein kleines ab hier. Auch wieder nur 19. Dann gibt es auch nur einen ab. So, jetzt kommen sie wieder hier. Das gefällt mir. Weiter geht's. Los, macht einen Platt, macht einen Platt. Stirb. Oh, da ist die Kiste. Gucken wir mal, entweder ist ein Schatz drin oder ich falle eh tot um.
Okay. So viel dazu. Spooky Spire. Wo ist er? Tot ist er. Da ist er umgefallen. Lass mich hier vorbei. Ach, das war's schon wieder. Hey, level up. Crazy. So, 15. Vielleicht noch ein bisschen auf Health. Und 10 Punkte auf Damage. Ja. Runde 6 von 7. Was haben wir jetzt? Oh, da kommen auch wieder nur wenig. Da hinten auch wieder nur wenig. Können also bei derselben Taktik bleiben. Kann ich mal hier hinten richtig dicke Kanonen auffahren? Ah, für den letzten reicht nichts. Reicht es nicht. So. Auf geht's. Ah, ich glaube, diesmal habe ich ihn im richtigen Moment erwischt, oder? Ah, er schafft es nicht mehr zu schlagen. Sehr gut. Komischer Dino hier. Oh, der hat einen großen, der hat einen ganz schönen Spin-Up hier. Versteckt er sich hier hinter der Wand, der kleine Bombenleger-Terrorist? Hallo? Oh, das nenne ich mal Lag. Lag im privaten Match. Auf geht's zur letzten Runde. Mausoleum, 20... Und es leuchtet. Was? 20 Bosse oder was? Was? Ja? Strange. So, der eine steht auf jeden Fall gleich auch wieder auf. Das heißt, oh, der kriegt jetzt mal ein Upgrade.
Ah, ich glaube, da müssen wir hier mal ein Upgrade machen. Da vorne leuchtet es auch. Wie immer. Auf geht's. Was? Ach, dieser dämliche Flieger da. Ach man, jetzt habe ich den Boss gar nicht mitbekämpft. Wie doof. Ich wollte ihn doch auch. Dann öffne ich die Kiste. Auf dass ich wieder explodiere. Oh ne, diesmal war was drin. Cool. Ah. Ernsthaft jetzt? Dämliche Motte. Komm euch gleich da rein hier. What? War wohl doch eine Bombe in der Kiste. Nein, der Training Dummy hat's nicht überlebt. Naja, aber der Rest. Von daher, kennst du Wayne, kennst du Wayne, kennst du alle. Sehr gut. Hey, das haben wir ja ordentlich durchgedrückt. Und eine blaue Schatzkiste. Crazy. Wow, 90% voll. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, da ist nichts weggekommen. Ja, sehr schön. Gucken wir doch mal, was wir gefunden haben. Das ist das super tolle Totem. Ja, so toll ist es nicht. Wo war das andere? Ein Ring. Ability Power und Hero Health. Auch Level 50. Ist eher was für ein Mönch. Würde ich auch, glaube ich, aufheben. Also alles Level 50, was ich gefunden habe. Krass. Ich hätte gerne mal irgendwas, was dazwischen ist. Das höchste, was ich bis jetzt gefunden habe, war Level 38. Glaube ich. Ja, 38 habe ich so an, 37 habe ich an. Pet Food.
Ich überlege, ob ich noch ein paar Eier öffnen soll oder ob ich die verrotten lasse. Ich habe nämlich gelesen, dann gibt es diese komischen Dinger, die man braucht, um die anderen Pets im Level aufsteigen zu lassen oder zu evolven. Also, ne, so. Dass die halt besser sind. Da sind schon coole Sachen dabei, aber wenn die alle Stufe 50 sind, bringen mir die einen Scheiß. Also kann ich im Grunde sagen, alles, ja, alles, was ich gefunden habe, kann ich verkaufen. Na, ist doch Quatsch. Finde ich doch eh wieder was Neues bis dahin. Alles außer die. Alles außer die. Die hebe ich mir immer auf, um zu verschmelzen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Den Kuchen wollte ich auch nicht verscheuern. Denn je höher die Stufe, desto höher gibt es natürlich auch beim Verschmelzen die Punkte. Da muss man nicht so oft verschmelzen. Habe ich zumindest festgestellt. Ja, sehr schön. Ja, wir gucken mal. Ich mache noch eine neue Folge und dann schauen wir mal, welches Level wir uns dann vornehmen. Ich brauche irgendwas zwischen 120 und 200. Irgendwie um 140 oder so. Naja, wir schauen mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.